Kindkurmler, komm mal her. Ja. Kindkurmler, ich habe hier was für dich mitgebracht. Warte mal. Hier komm mal her. Ja. Wir wollen ja fair sein und ehrlich. Oh, danke schön. Du kriegst eine. Du kriegst ein, den Eichenzaun von Kevin. Dankeschön. Ja! Oh, das ist der Eichenzaun der Ehre. Den habe ich bekommen für meinen heldenhaften Einsatz heute. Ja. Für alles, was ich getan habe. Weißt du, das ist so wie mit der Ukraine momentan. Da kann man ja auch sagen so, I survived Donbass 2022 und all I got is this lousy T-Shirt. Ja. Könnte ja passieren. Kettenkommler, wo zur Hölle bist du? Ich bin im Never. Ich baue nein, schon wieder! Er kann einfach nicht genug kriegen, ne? Never say never again, sag ich. Solltest du wieder verbrennen, Vögelchen? Nein, ich baue so nur an Portalbalken hier. Und an dem Achtung. Einem sicheren Weg zwischen Honky Island und unserem Base. Achtung, ich mache jetzt gleich was wirklich highlight-fähig ist. Okay. Sagt mal Leute, ich bin ja kein Inhaber der Minecraft-Wiki. Was macht man mit Gilded Blackstone? Kann man das irgendwie einschmelzen oder irgendwas draus machen? Gilded Blackstone, kannst das zum Baum benutzen. Das dachte ich mir gerade, dass es wahrscheinlich ein lustiger Bauklotz ist und sonst. Bleib stehen. Und wehe, das klaut mir einer. Was ist ich hab gerade 128 Eier geworfen. Super. In dein Gesicht. Es laufen hier Hühner rum im Never. Wer viel Eier. Ja, das ist natürlich immer gut. Sicht. Eine Golden Pickaxe Unbreaking, die schmelz ich doch ein. Was machst du hier? So. Zerstöre deine Hoffnungen und Träume. Ja, super. Das gehört sich so. Das gehört sich so. Da ist ja noch ein komisches Schwert. Ich bin heute irgendwie nicht mehr so ganz bei mir. Kann das sein? Ja. Und ich glaube, so ultra lange fürchte ich, können wir auch nicht mehr machen. So. Guck mal. Schauen wir mal. Schauen wir einfach, sonst gibt es wieder ein paar Folgen Honk allein zu Hause. Nee, vor allen Dingen, es ist ja so, ich werde ja nächste Woche dann mit dem lieben Kevin aufnehmen. Also da kommen dann ja auch ein paar Folgen. Ja. Guck mal, Wolle, ich mach meinen Kistenstapel hier noch größer. Willst du jetzt weinen oder was? Oh, du bist aber nie. So, Crying Obsidian. Who's cutting onions hier, Digga? Warum habe ich das Schwert nicht? Ja gut. So, ich bin am Überlegen, was ich jetzt tue. Also das Ding ist, ich könnte jetzt noch ein bisschen... Nee, Nether bauen tue ich jetzt nicht, oder? Ich könnte ja hier eigentlich noch einen Boden hier in die Hütte reinziehen, damit ich endlich mal meine Hütte hier so ein klein wenig weiterkriege. Ich könnte auch theoretisch... So, jetzt hau ich diesen Boner da draußen mal weg. Der ist ja ärgerlich. Warum macht der immer sowas? Leute von heute. Und ich habe dafür meine Kürbispflanze kaputt gemacht. Der hat mir einen Netherrack-Boner hier hingeknallt. Das ist ja unglaublich. Tja. Mr. Lava, ne? Mr. Boner, ja, Boner. Mr. Lava haben wir mit der gesamten Sitzung gekämpft, ja. Ja, aber ich muss sagen, im Nachhinein, muss ich sagen, hat es Spaß gemacht. Ja, auf jeden Fall. Und ja, es war mal eine ganz andere Erfahrung, irgendwie mal so von außen angeleitet zu werden. Leiter! Ja, Leiter. Angeleitet. wenn man die ganze Zeit angeschrien wird, so, Leiter! Dann wird man angeleitet. Aber ist so. Ja, das kann man nicht verleugnen.
Liebe Leiter von Leiter. So. Ja, vielleicht sollte ich auch einfach mal hier die Mauer weiterbauen, damit man hier noch schlechter in den Laden reinkommt. Mhm. Ja. Nee, ich könnte theoretisch, aber auch nicht. Und vielleicht auch doch. Nuggets. Warum finden manche Leute es eigentlich zum Lachen, wenn man was von Nuggets sagt? Ist da irgendwas Besonderes dran? Nee, höchstens Nuggets. Haha. Es ist Nuggert. Ja. Kann man hier ein bisschen Platz schaffen, schon mal. Alter, so viel Netherquarz. Wie kann das sein, dass ich schon so viel Netherquarz gesammelt habe? Und wofür? Wofür das alles? Oh, meine Träume, meine Jugend, alles für das scheiß Netherquarz. Ich verfluche dich, Netherquarz. Geh aus meinen Augen. Aua, ich hab Netherquarz in den Augen. Leute, es brennt. Ich muss tatsächlich etwas leise sein, weil meine Familie schlafen schon alle. Das ist ein Argument, aber kein Hinderungsgrund. Pali! Warte. Es wird ganz schlimm. So, wie viel Netherquarzblöcke kriege ich denn hier raus? Netherquarz. Ach so, ist schon fertig. Ich habe einen 64er Stack. Herr Kittenkurmler, ich habe einen 64er Stack Netherquarz. Ja. Quarz. Ja. Jetzt will ich mal schauen. Wie habe ich eigentlich meinen Boden hier gemacht? Meine Decke hier gemacht. Ach so. Ja. Mache ich auf dem Boden die Zielscheibe. Okay. Das erinnert mich an Klaus Kinski irgendwie. Jetzt hältst du mal deine Schnauze, damit ich dir erzählen kann, was ich dir sagen will oder so. Ja. Ich mag aber Kinski. Ich find's richtig super, dein Neverweg nimmt jetzt tatsächlich noch Formen an. Also nicht, das ist nicht so. Was machst du gerade? Ich kümmere mich um den Neverweg zwischen meiner Base und Monkey Island. Das ist löblich. Ich werde dir dafür das ukrainische Verdienstkreuz verleihen. Slava Kittenkurmler. Slava Hongreich. Jo, vielleicht das auch. So. Ach, irgendwie fühle ich mich heute gut. Ja, gestern wollte ich ja unbedingt Singleplayer aufnehmen. Einen Tag, nachdem sozusagen Feierlichkeiten waren. Und ich war so, ich habe mich so kaputt gefühlt und hatte irgendwie schlechte Laune. Und dann habe ich die ganze Zeit, habe ich dann über negative Sachen rumerzählt und rumgeätzt und so weiter. Und dann habe ich einfach gesagt, weißt du was? 6 Stunden Aufnahme. Tschüss. Ciao. Ja, das kann schon mal passieren. Dafür weiß ich jetzt, wie ich die nächste Aufnahmesitzung besser mache. Also, was ich dann mache. Ist jetzt eigentlich Folge 1000 schon aufgenommen? Nein. Okay. Komm. Und für die Leute, die da auf ein Special warten, jetzt passiert nicht. Vielleicht überfalle ich ja Jugoslawien. Ach nee, gibt's ja gar nicht mehr. Scheiße. Muss ich mir was anderes zum Überfallen suchen? Aber ich hätte beinahe gefragt, ob ich blöd bin, aber das erübrigt sich gerade. Ja. So, und diese Hütte hier ist eine Design-Meisterleistung, die könnte besser nicht sein.
Ich muss mal kurz einen Steinschneider bitte benutzen. Helge? Nee, ein Steinschneider. Helge Steinschneider. Helge Steinschneider, genau. Der stand doch so. Da müsste einer stehen, da in der Nähe meines super Lager- und Sortiersystems. Ja, aber ich sehe da irgendwie. Achso, der war doch nicht da. Irgendwie. Dann steht der irgendwo im Nether rum. Warum planst du heute eigentlich ins Bett zu gehen, Kittenkorn? Muss mal gucken. Ich will jetzt eigentlich noch ein klein wenig weiter bauen hier. Ich plan ja jetzt eigentlich. Was, Leute, ich glaube, ich verkrieg gerade Krümel mich jetzt mal. Ja? Ja, Metal Tobi. wenn der Tobi sich nicht umbringen darf, dann hat er keinen Bock mehr. Nein, so ist das wirklich nicht. Ich habe Tobi brennt halt gerne. Tobi brennt für seine Sache. Das ist nicht böse gemeint, Tobi. Nicht böse sein. Ich will nicht, dass du wegen mir zum psychischen Wrack wirst. Psychisch. Oh, keine Sorge. Als ob du daran was ändern könntest. Du kannst kein unbewegbares Objekt ändern. Das ist oder bewegen, keine Ahnung. Ich bin schlecht in Deutsch. Ich verstehe schon, was du sagen willst. Junger Padawan. So. Nee, also so ganz wach bin ich auch nicht mehr und so und ganz besonders jetzt halt nach der anstrengenden und nervenaufreibenden Sitzung.
Ich habe das nur mal irgendwo gehört und es ist natürlich verachtenswert, so etwas zu sagen. Das wird unter Umständen auch ausgeblendet. Ich reserviere mir das Recht, das auszublenden. Ich weiß auch, dass einige Menschen Schnappatmung kriegen, wenn was ausgeblendet wird, weil sie würden ja so gerne wissen, was da Falsches gesagt würde und sich dann darüber aufregen können. Ja. Das gibt es durchaus.